So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Vampire The Masquerade Swansong. Und da wollen wir mal gucken, in was für ein Schlamassel MM da geraten ist und was wir hier eigentlich entdeckt haben und was hier eigentlich so passiert ist. Und ich würde sagen, wir gucken erstmal ein bisschen rum. Was haben wir hier? Magnetschlüssel, das ist schon mal sehr gut, ja. Und da gibt es wohl nichts. Nee, da haben wir nichts. So. Eieiei. Aber wir setzen uns doch jetzt nicht auf den Stuhl, oder? Nee, ich hätte schon gedacht. So. Ja, dann mal hier. Einmal zack. Psychometrie. Wir schauen mal. You really outdid yourself today. Oh, don't look at me like that. I'm sure we'll be able to make something nice out of it. If I were you, I'd be proud to be serving the Chantry so loyally. There's no honor in feeding leeches. Look at you, all high and mighty. Okay, also, da würde wohl, ne, würde ich mal sagen, irgendwas entnommen, um, er hat's ja gesagt, ne, Schmarotzer zu füttern, und, der meint damit wohl, die Trimäre, denke ich mal, ja. So, was haben wir hier? Ah, da konnten wir ja nichts machen, hier, wie gesagt, hat uns auch nicht mehr gebracht, wir können es noch untersuchen. Und was das angeht, würde ich sagen, wir springen einfach mal weiter, weil ansonsten kann ich hier jetzt so gar nichts finden. Ja, dann würde ich sagen, einfach mal weiter. Wir gucken mal, wo müssen wir denn hin? Zack. Einmal hier. Na, jetzt. Und noch ein weiter. Eieiei. Ach du Scheiße. Ja. Oh mein Gott. Ja. Eieiei, das ist aber übel, oder? Leute. Das ist aber richtig übel hier. Wie ekelig. Eieiei. So, wir gucken mal. Ja. Was haben wir denn hier? Wie ging es denn hier weiter? Ah, hier. So, feeling a little peckish? Look what I brought you. No. No. No! Ah! 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 Ganz schön übel, oder? Also hier ging's schon gut ab, würde ich mal sagen. Was ist hier? Das frage ich mich auch, ja. Vor allem, ne, die Sauerei überall. Das muss ja gespritzt haben wie verrückt, ne. Also das muss ja wirklich gespritzt haben wie blöd, ne. So, wie gesagt, da sehen wir nur das Gleiche nochmal. Wir können nochmal untersuchen. The base is broken, like someone ripped it off. It took a colossal amount of strength to break it. Ja, das stimmt, ne? Um das abzureißen, da brauchst du natürlich gehörig an Stärke, aber ne, in den Kreisen, in denen wir uns bewegen, ist das ja jetzt nicht so selten. So, untersuchen, Gott sei Dank untersuchen und nicht hineinlegen, ja? Das wäre echt eklig gewesen. Ups. Man. Hä? Jetzt wieder hier, oder was? So, finde deine verlorene Erinnerung, finde einen Weg aus dem Gefängnis. Ja gut, aber das gehört wahrscheinlich alles zum Gefängnis, oder? Ja, dann können wir erstmal gucken wieder, welche Tür wir denn noch vielleicht durch können. Würde ich mal so vermuten.
Wie sieht's hier aus? Da kommen wir auch nicht weiter. Wie sieht's denn mit der aus? Oh, da kamen wir ja her. Wir gucken mal, vielleicht geht noch eine andere auf. Aber ich glaub's nicht. Ich denk mal, wir müssen da weitermachen, oder? So, jetzt sind wir einmal rum. Ja, dann, ne? Bleibt uns ja nichts anderes übrig, als wieder zurückzugehen. So, zack. Schade, ich habe irgendwie schon gedacht, But I came here to see him. I don't have time to waste. I'm leaving. Oh, no, you're not. It's not that easy. You can't just walk away, Morgana. I've told you to stop calling me that. Okay, that's enough. I'm leaving. Grab her! What the hell are you doing? Let go! Stop! No! Oh, the bad fairy's got some fight in her. Get your hands off me, you psychos! Shut up, slut. We've seen you slithering around the king, Morgana. Whore! Let go of me! Ich glaube, irgendwie die verwechseln uns. Kann das sein? What are you waiting for? Make her drink. For the king. No! Hold her head back. No! It's not that. Ai, ai, ai. Stop! Stop! Ja, also die zwingen die jetzt halt gerade irgendwie, ja, wohl zu trinken. Ne? I remember it now. My screams, their voices in my head. It went on for 3 whole nights. Why put me through that again? What the hell is your problem? Ja, also irgendwie. Ich verstehe es auch nicht ganz, Emma, im Moment. Ja, warum du das nochmal durchleben musst. Ich verstehe auch gar nicht, was da genau passiert ist. Ne? Also für mich sah das aus, als ja, hätten sie die einfach verwechselt. Das ist jetzt mal so meine Vermutung. So, Erinnerung, wir haben noch nichts abgeschlossen. So, wie sieht's hier aus? Da haben wir auch nichts mehr. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal weiter, oder? Mal gucken, was uns noch so erwartet. Eieiei. Auf jeden Fall viel Blut, oder? Eieiei, richtig viel Blut. Okay, aber wir sind ja wieder hier zurück jetzt. Merkwürdig. Hier noch irgendwas? Nö. Ja, dann springen wir zurück, oder? Würde ich sagen. Was anderes fällt mir jetzt so auf die Schnelle eigentlich nicht ein. Und ab nach oben. So, hier ist alles gut, ne? Ja, hier haben wir alles gemacht, wir haben alles untersucht. Dann ja, gehen wir mal weiter, oder? Kommen wir denn irgendwie wieder zurück? Müssen ja eigentlich, ne? So, Ah ja, hier hoch. Alles klar. So, klettern. Zack. Und dann hier lang. Oh, 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 oh. Nicht runterfallen. Ja, das wäre nicht schön. Und dann nochmal hier. Ui. Und wir sollten auch dringendst, wirklich dringendst, ne? Sollten wir wieder einen kleinen Snack zu uns nehmen. Könnte vielleicht wieder eine Ratte werden. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Was uns so als erstes zum, ja, Leersaufen über den Weg läuft, ja, das werden wir uns gönnen. Ne? Wir müssen es ja nicht trinken. Sie muss es ja. Ne? Sag ich mal, da macht mir dann auch die Ratte nix. Ne? So, da kommen wir halt immer noch nicht rein. Nee. Schade. So, ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal weiter. Ne? So, da wird es genauso aussehen. Da brauchen wir gar nicht probieren, bin ich mir sicher. Oh, das blendet ein bisschen. So, ja, Emmemann, in was bist du da nur reingeraten, sag mal? Was ist denn da los? Ist ja übel hier. So, ja.
So ein kleiner pelziger Freund zum Leertrinken wäre nicht schlecht jetzt, oder? Hatten wir hier eigentlich noch irgendwas? Ja, wie gesagt, was mich halt hier wundert. Also, warum können wir hier die Zeit verlangsamen? Das macht für mich im Moment eigentlich noch gar keinen Sinn, oder? Oder übersehe ich Schussel schon wieder irgendwas? Hm. Also wenn euch irgendwas aufgefallen ist, ne, was mir jetzt total entgangen ist, ihr wisst, ne, dann sehr gerne in die Kommentare, gar kein Thema, weil, ja, ihr wisst, ich bin ja meistens so ein bisschen ratlos. So, wir gucken mal. Nee, das hatten wir gelesen. So, warum können wir denn hier die Zeit verlangsamen? Und was hängt da auf dem Zettel? Dies ist ein Arbeitsbereich. Dieser Bereich ist nur für Lehrlinge, Kreise 1 bis 7. Bitte die ausgeliehenen Bücher quittieren. Okay, alles klar. Wissen wir Bescheid. Machen wir das. Warum können wir hier die Zeit verlangsamen, Leute? Was ist... warum? Ich verstehe es einfach nicht. Ah, geht hier irgendwas? Was haben wir denn hier? Aktivieren. Ha! Machen wir mal, oder? Ich weiß ja nicht, ob das was bringt, aber... So, dann hier. Was? Hä? Jetzt habe ich wieder gar nicht aufgepasst. Passiert da irgendwas? Bewegt sich hier irgendwas oder was ist hier los? Warte mal. So, aktivieren, aktivieren. Machen wir nochmal. Habe ich bescheuert? Hä? Was hat denn das ausgelöst? Ich bin doch nicht blöd. Hä? Hier irgendwas oder? Leute, ich sehe es nicht. Es tut mir leid. Ja? So, jetzt aber schnell umdrehen. Leute, ich sehe es wirklich nicht. Hä? Vielleicht draußen irgendwas? Ah, warte mal, vielleicht irgendwas mit dem Aufzug? Das könnte man mal gucken, oder? Ich schau mal rüber. Können wir den hier jetzt irgendwas machen? So. Nee. Ah, warte mal. Ah, wir hatten doch da irgendeinen Tipp bekommen. Wenn wir uns nicht mehr... Three circles. Just like the platform. I should be able to do something with that. Genau. Wir hatten doch den Tipp bekommen, wir sollen uns irgendwie die Steine drumrum anschauen. Wie war denn das? Ich bin mir nicht mehr sicher. Warte mal kurz. So. Oder die Säulen drumrum, oder war das nicht irgendwie so? Wie war denn dieser Tipp? Ich habe echt keine Ahnung, ne? Kreise wechseln. Wie Kreise wechseln? Da wechselt sich doch jetzt gerade gar nichts, oder? Hm. Na, ich denke mal auf jeden Fall, es muss auf jeden Fall so ausgehen, dass wir bei jedem... Strichen Anfang und Ende haben, gehe ich mal stark von aus. So, wir gucken nochmal hier. Ansonsten müssen wir uns doch mal die Säulen ringsrum angucken. So passt das auch nicht. Kreise drehen, Kreise wechseln. Hm. Vielleicht so? Nein. Das hier? Nee. Boah, wenn ich mich jetzt nur noch an einen Tipp erinnern könnte, den wir da bekommen hatten. Übel. Oh, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt durch Raten rauskriegen. Leute, ich bin kacke in sowas. Ehrlich. Ja. Also, hier zumindest. Normalerweise echt nicht, ja?
Aber irgendwie... Immer mal, warte mal. Wir hatten irgendeinen Tipp, dann guck dir die Säulen oder die Steine ringsrum an. Irgendwas war da. Wir hatten irgendeinen Tipp gekriegt. Ich bin mir nur nicht mehr ganz sicher, wie der... Ja, wie der gelautet hat. Steht der hier? Warte mal. Ah, warte mal. Der stand doch hier, oder? So, jetzt. Da diese extrem gefährlich ist. Okay, ne? Nee, das war's nicht. Irgendwo war eine Nachricht. Mist. Die uns verraten hat, wie wir diese Dinger drehen müssen. Eieiei. Ach, Kacke, Leute. Nein, das Problem ist, ich habe jetzt wieder 2 Tage kein Vampire gespielt oder kein Vampire gespielt. Und ich bin wirklich mittlerweile so übel vergesslich, weil ich sonst halt auch so viel zu tun habe, dass ich wirklich... Aber das bringt uns halt nichts, ne? Wo hatten wir denn diese Nachricht? Warte mal, wir gucken mal. Wir finden die. Wir finden die, ich bin mir sicher. So, lesen. So, das war es nicht. Es war, glaube ich, irgendwo auf dem Schreibtisch, wenn ich mich recht entsinne. Schauen wir mal da. Was ist das vielleicht? Ja, genau. Hier, ich kann heute Abend nicht nach dem Gefangenen sehen. Du musst das für mich erledigen. Ne? Erzähl bla bla bla. Geh ins 4. Stockwerk. Bla bla bla. Und fass auf keinen Fall alles an. Wenn du die Kombination vergessen hast, dann schau dir die Podeste auf den einzelnen Stockwerken an. Ah, den Aufzug zuerst mit Vitae versorgen. Ah ja, okay, alles klar. So, ist ja nicht schon kompliziert genug, der Kack. Vitae. So, Tremere Vitae. Ja, wo sollen wir denn jetzt Vitae herkriegen, Leute? Hä? Das bringt uns nichts, wie immer. Ich bin ja nicht bescheuert, irgendwas muss das doch machen, oder? Müssen wir es dafür vielleicht anhaben, dass wir sehen, was hier passiert? Dass wir hier die Veränderung sehen? Nicht, ne? Ich weiß einfach nicht, was diese Schalter bewirken. Und bei dem können wir auch nichts machen. So, aktivieren. Aktivieren. Hier ändert sich doch nichts. Leute, ich bin echt blind. Es tut mir mega leid, Leute. Ich bin... Keine Ahnung. Also wie gesagt, wenn ihr seht, ob sich hier irgendwas verändert, ne? Ja, dann sag mir mal Bescheid, weil ich habe keine Ahnung. So, die Podeste auf den Stockwerken angucken. So, machen wir mal das, oder? Mist. Zack. Podeste auf den Stockwerken. Ja, aber wir kommen ja nur in das Stockwerk. Die Podeste auf den Stockwerken. Alles sehr merkwürdig. Und hier müssen wir wohl, denke ich mal. Ja. Wahrscheinlich dann. Ah, nee, hier, warte mal. Hier müssen wir... Ah, okay, warte mal. Okay, jetzt verstehe ich es aber so ein bisschen. Ne? Also hier muss wahrscheinlich dann halt auch, das Vitae rein. Wir könnten mal probieren. Wir probieren es mal, warte mal. Sekunde, Leute. Vielleicht können wir es danach so ein bisschen lösen. So, das bringt nichts. Ne? Weiter. Wartet mal. Die Frage ist dann natürlich auch, wenn wir das rauskriegen, wo kriegen wir dann das Vitae her? Das ist die Frage jetzt, ne? So, weil wir müssen ja wahrscheinlich irgendwie, na, in die Mitte damit kommen. Und, da schauen wir mal kurz. So, also ich würde sagen, das Ding muss auf jeden Fall schon mal so sitzen. Das ist, glaube
Ja, das ist, glaube ich, richtig. Ah, nice. Ja, sehr schön, oder? Ja, hat sich bewegt. Ich bin auch überrascht, wirklich. Mega überrascht. Ich habe gedacht, wir können jetzt nur erstmal so, ja, das Ding richtig einstellen und müssen dann noch nach Vitae suchen. Aber das passt ja alles hier. Da mal ab, oder? Zweiter Stock. Hopp, hopp. Gut gegangen. Schön durchgeraten, Freunde. Schön durchgeraten. Das war wirklich jetzt, also. Ja, schon wieder. So sieht's aus. Ja gut, aber gleiches Spiel wahrscheinlich. Ne? Denke ich mal. Ja, wir müssen halt auch irgendwie wieder... Oh je. Jetzt haben wir hier mehrere Kreise. Ja, was ein Scheiß. Ja gut, aber es muss ja irgendwie so sein, dass wir... sag mal's. So, gehen wir mal weiter. Oh, das war echt übel gemacht mit der Maus so ein bisschen. Ja. Ah, okay, wenn man langsamer bewegt. So, jetzt ist natürlich die Frage, ne? Weil wir haben hier zwei Eingänge. Ja, dann gucken wir mal, oder? Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Wir probieren es erstmal mit dem jetzt, ne? Nee, wir müssen. Nee, es bringt nichts. Wir müssen es von außen nach innen machen. Ja. Es bringt einfach nichts. Wir müssen es von außen nach innen machen. So, jetzt sind wir bei dem. So. Also wir müssen es irgendwie probieren, dass wir es von außen nach innen hinkriegen. So, einmal hier, das wäre dann der. Zack. So, dann müssen wir den Kreis wechseln. Das bringt uns nichts, also, weil wir müssen ja weiter nach vorne kommen. So, vielleicht probieren wir es mal so. Und dann, nein, hier, zack. Jetzt wieder den inneren Kreis. Ja, nee, das bringt uns halt auch nicht weiter, ne? Also wir müssen irgendwie noch weiter rüberkommen. Ich glaube, das sieht... Warte mal, das sieht ganz vielversprechend aus, oder? Wie, was, jetzt dreht er alles komplett... Warum dreht er denn jetzt alles komplett? Was soll das jetzt? Warte mal. Das ist nicht der Plan, Leute. Ich wollte jetzt eigentlich das zweite drehen. So, warte mal. Hä, warum dreht er denn jetzt komplett alles? Ich will doch nur das zweite jetzt drehen. Warte mal, oder ist... Soll mir das jetzt sagen, das ist richtig, oder was? Hä? Ja gut, dann machen wir es mal so. Hoffentlich können wir dann das Innere wieder drehen. So, einmal so rum. Eieiei. Das ist blöd, dass das jetzt alles mitdreht irgendwie. Das war nicht so der Plan. So, weil wir müssen ja unbedingt, ne, weiter rüberkommen. Und deswegen... So, damit kommen wir auf jeden Fall mal so ein Stück Richtung Ziel. So, jetzt das lassen wir, wie es ist. Und jetzt können wir wieder nur das Innere drehen. Aber, ja, das ist doch scheiße. Damit kommen wir aber auch nicht hin, ne? Oder? Reicht uns das? Nee, natürlich nicht. Hm. Ja, dann muss es wohl damit gehen, oder? So. Jetzt dreht er wieder alles. Leute, ich kapier's nicht. Warum denn das? Aber wir müssen es wohl doch über rechts machen. Über links. Also dann, was haben wir denn? Was, links? Ziemlich weit. Das wäre dann das. So. Zack. Das lassen wir mal, wie es... Oder? Warte mal, wir können... Ah, wenn wir da jetzt in der Mitte das gerade einfügen, dann sollte... Oh, jetzt dreht sich wieder alles. Leute, okay, gut, dann so. Jawohl. So, und im nächsten Stockwerk können wir den gleichen Mist nochmal machen. Das ist doch super, oder? Da haben wir doch Freude dran, das sehe ich doch schon. Ja? Nee, das passt auch nicht. Oder? Ah, nee. Mist. Ganz knapp daneben. Vielleicht das andere, aber das ist dann zu kurz, ne? Die Frage ist halt, müssen wir auch... Nee, aber ich glaube nicht, dass wir in beide rein müssen, oder? Ja, das ist zu kurz. Ja, kacke. So ein Mist. Okay, gut, dann drehen wir noch ein bisschen. So. Schade, das hat so gut ausgesehen. Wir sagen, wir lassen das mal auf hier. So, das lassen wir auch.
Mich nervt das, dass man dieses Zusammendrehen jetzt machen muss. Warte mal. Ja, das passt halt nicht, ne? Wir müssen irgendwie kürzer werden mit dem zweiten. Also mit dem inneren, warte mal. So, wir probieren es mal so. Wenn wir das jetzt nehmen vielleicht. Eieiei, ist das ein Rumprobiere jetzt gerade. Warte mal. So, Leute, jetzt... Ah, aber da müssen wir mit dem anderen halt auch wieder länger werden, ne? So, da könnten wir zum Beispiel, wenn wir jetzt das... Warte mal. Wenn man das hier setzt, ne? So, zack. Ah, ich bin so schlecht. So, und dann gehen wir jetzt wieder mit dem rüber. Und dann könnten wir vielleicht unter Umständen, ich weiß es nicht. Es könnte nicht klappen. Ja, super. Was ein Scheiß, oder? Haben wir noch ein längeres? Nee. Ja, das kommt halt auch nicht hin, ne? So, ja, Leute, ich würde sagen, ne, ich mache das mal außerhalb der Aufnahme. Das kann ein bisschen dauern. Da will ich euch jetzt nicht mit langweilen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von Vampire The Masquerade wieder. Und ja, ne, wenn es euch gefallen hat, auch wenn es total kacke war, ich gebe es zu, ja, dann gebt dem Video gerne ein Däumchen, wenn ihr... wenn ihr nicht abonniert habt, dann abonniert gerne und schreibt auch gerne was in die Kommentare. Und vielleicht habt ihr auch einen Tipp für mich, wie das alles einfacher geht. Dann würde ich mich auch drüber freuen. Wie gesagt, ansonsten, ich mache das dann mal außerhalb der Aufnahme fertig, weil wir haben ja auch noch ein paar Stockwerke und ja. So, dann schönen Tag noch und wir sehen uns beim nächsten Video, wenn ihr möchtet. Ja, ciao.